Und Jerusalem opferte sich, dem Vernehmen nach, jemand für andere. In Rom opfert man andere für sich. Wer Weltgeschichte nicht als Kriminalgeschichte schreibt, ist ihr Komplize. Hasford am Main. Die spätgotische Pfarrkirche ist dem schottischen Mönch Bald Kilian geweiht, der im 7. Jahrhundert im Auftrag von Papst Conan die Franken in die katholische Kirche brachte. Der Mann auf dem Bahnsteig der Kreisstadt im bayerischen Unterfranken versucht seit 37 Jahren, die Menschen wieder aus der Kirche herauszuholen. Seine Waffen in diesem Kampf, bislang gut 10.000 Druckseiten in 30 Büchern und Streitschriften, dazu 2.500 Vorträge und eine 12-tägige Fernsehserie bei Kanal 4. Heute erwartet der Schriftsteller Karl-Heinz Deschner seinen Freund Reinhard Wieselbusch, Lektor beim Robert Verlag. Dort soll im Frühjahr 1994 der vierte Band von Deschners Kriminalgeschichte des Christentums erscheinen. Die ersten drei Bände der Kriminalgeschichte, in der Deschner 2000 Jahre Christentum als eine fast ununterbrochene Kette von Völkermord und Kriegen, Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen im Namen Gottes darstellt, haben die Würdenträger der Amtskirche als Äußerste gerauft. Wieselbusch berichtet dem Autor von einer Tagung in der katholischen Akademie Schwerte. Dort haben 22 Theologen, Historiker und andere Wissenschaftler versucht, die Kriminalgeschichte des Christentums zu widerlegen. Wieselbusch hat das Ergebnis dieser Bemühungen mitgebracht. Ein 300 Seiten umfassendes Buch aus dem katholischen Herderfall. Und du weißt, dann ist mir klar, dass ich nicht hier, weil ich weiß, du liest es und schreibst ein mindestens genauso dickes Buch dagegen. Das darf jetzt nicht sein. Du musst ein Tier schreiben. Der ist ja auch fast geschrieben, aber leider war das schon was anderes als mit dem Feuerstoß. Das ist das berühmte Gemälde. Bei der Maria in Schwerden. Aber sieht ihn nicht? Oder ist er ein Wahrscheinlich haben wir da eine Serie in Hinrichtung gemacht. Das ist der Gegend, wie der Bamberger Bischof gesagt hat. Er hat den Teil eines Verbrennungsofen. Mhm. Wenn er so vorläuft, der späteren Nazi. Ja. Krematorien. Das kommt einfach zu teuer. Für jeden einzelnen Holzschritt. Und das, ich finde, das muss zu ernst nehmen. Also den Verbrennungsplatz auf dem Marktplatz da in Florenz abzubilden, als wäre es die Sorbonarone. Ja, ein gefallener Geistlicher, der die Kirche irgendwie ketzerisch kam. Ne? Und sich selber eben als. Nein, nicht Inquisition, aber so was Ähnliches. Aber das ist das, was Herrn Lichten mit mir gesagt hat. Ich habe das nicht gewollt, nur ihre Ohnmacht hindert die Christen von heute, uns zu verbrennen. Ja, richtig. Ja. Und stellvertretend haben wir hier also wenigstens. 21 Inquisitoren, die meisten Theologen an staatlichen Universitäten wie er selbst, hatte der Siebener Dogmatikprofessor Hans-Reinhard Seliger für das Tribunal um sich gestanden. Rechtzeitig vor dem Erscheinen von Band 4, der Kriminalgeschichte des Christentums, sollte Kirchenkritiker Deschner ein für alle Mal unglaubwürdig gemacht werden. Zu einem Interview über den Sinn der Kupferverbrennung auf dem Titelbild seines Buches war der Herausgeber nicht bereit. Selbst dem Co-Inquisitor Seligers, dem Augsburger Professor und Priester Wilhelm Dessel, ging das einen Schritt zu weit. Es hat mich erstaunt und geärgert. Geärgert vor allem deswegen, weil es doch nicht angeht, etwa im Hintergrund den Wunsch der Festbrennung des Dr. Karl-Heinz Deschners vor Augen haben zu wollen. Das ist völlig unsachgemäß. Aber Sie haben Deschner im Buch doch auch angegriffen. In der Tat, ich halte Herrn Deschner entgegen, dass er unseriös, unwissenschaftlich arbeitet, weil er eine Methode benutzt, die wir Anachronismus zu nennen haben, das heißt die ständige Verschiebung der Zeitebenen. Er betrachtet
der eigentlichen Persönlichkeiten meiner Kirche im 5. Jahrhundert mit den Augen unserer Zeit, legt unsere Maßstäbe an und bemüht sich eben gerade nicht, obwohl er das guter weiß als Wissenschaftler, er bemüht sich gerade nicht, eine Persönlichkeit aus ihrer Zeit und den Umständen der Zeit zu verstehen. Nein, es geht ja nicht darum, dass wir von unserer heutigen Sicht oder was weiß ich, Ethik oder Moral aus, sondern seine Zeiten beurteilen und aburteilen, sondern dass wir sie zum Beispiel prüfen, aufgrund dessen, was in Christentum längst weiterlich ist, zu solchen Töten, von des Katalogs oder der Dachkredit oder diese schönen Dinge, die ja alle in der Bibel drin stehen. Dass wir dann Gesichtspunkte des 20. Jahrhunderts in das, weiß ich, das 6. oder das 16. Jahrhundert reingetragen worden sind, sondern die man längst in Christentum gewusst hat, immer war ein bisschen verboten zu rauben, zu morden, zu lügen und so weiter. Also diese Kriterien haben damals bestanden. Das ist kein Anachronismus. Das ist wohl die anstößige Formulierung, die viele geärgert hat vor einem Jahr in Schwerte, dass du einfach geschrieben hast, für mich ist ein Völkermord vor 5.500 oder 50.000 Jahren immer Völkermord. Und der Gipfel des Unmoralischen. Ja? Das ist in keiner Weise akzeptierbar. Warum stoßen die sich? Weil sie natürlich wissen, in dem Quellenbuch, das sie haben, wimmelt es von Aufforderungen zum Genozid. Sie wollen aber gerne sagen, nein, das muss man einordnen. Bitte denken Sie daran, Orient, sondern nicht nur. Ne? Dann kann man ja auch die ganzen Gas, kann man Hitler zum Beispiel kann man sagen, okay, 19. Jahrhundert, ja, das war damals nicht anders möglich, nicht weil das ist im ganzen Christentum Antisemitismus gegeben und dann hat sich das summiert und ist dann zu einem gigantischen Ausbruch gekommen. Das musste damals so sein. Das kann man nicht von unserer Moral des 23. Jahrhunderts beurteilen. Also da kann man alles, jedes Verbrechen kann man dagegen entschuldigen. Und wenn Sie jetzt lesen, das Logik, mit dem das Abendland ja beginnt, das erste Mal das Englische Großreich, schafft es einen Krieg nach dem anderen, eine Zögerei nach dem anderen. Und gefeiert wird sich heute von den Geschichtswissenschaften. Volle Diplomatie, ne? Dass der eine, wenn er seine ganzen Verwandten abschlachtet mit irgendwelchen ganz lieben Tricks und so weiter, und sagt er, die Folge ewig, rendevolle Diplomatie. Was denn, wenn ich zum Beispiel hier über meinen Gartenzaun gehe, über die Hecke, und kille den Nachbarn da drüben zur Linken und dann kille ich den Nachbarn zur Rechten, weil ich denke, mein Garten wird doppelt so groß sein. Das ist ja ganz klar. Okay. Aber wenn ich als Zahl der Große, das mit 100.000 und bei 3 Kilometern im Norden und Nordosten mache und so weiter, nicht wahr? Dann bin ich kein Verbrecher mehr, sondern es ist eben der Große. Ja. Über diesen Punkt sind halt kommen die Historiker nicht mehr. Für das Beste zeigen weltweit ein steigendes Interesse an Corporate Identity. Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der wachsenden Notwendigkeit für Unternehmen und ihre Konzeption, Verständnis zu gewinnen. Jeder Mensch wird mit Corporate Identity konfrontiert. Die Stimmigkeit und die Summe aller Einzelsignale lässt in den Köpfen der jeweiligen Zielgruppen Imagebilder entstehen, die für möglichst positiver und erinnerungskräftiger Rückkopplung führen sollen. Corporate Identity bedeutet die strategisch geplante und operativ eingesetzte Selbstdarstellung und Verhaltensweise eines Unternehmens nach innen und außen auf der Basis einer festgelegten Unternehmensphilosophie, einer langfristigen Unternehmenszielsetzung und eines definierten Rollenimages, mit dem wir alle Handlungsinstrumente im einheitlichen Rahmen nach innen und außen zur Darstellung zu bringen. Wenn wir den Prozess Corporate Identity als geschlossenen Bereich betrachten, so lassen sich folgende strategische Bereiche positionieren.
das Unternehmensleitbild, das Corporate Design und die Unternehmenskommunikation. Im Unternehmensleitbild definiert sich das Unternehmen zum Beispiel mit der Beantwortung folgender Fragen: Wer sind wir? Was leisten wir? Worauf beruht unser Erfolg? Und in welchem Markt bewegen wir uns? Mit Hilfe von Corporate Design werden die gefundenen Leitbilder sichtbar gemacht, zum Beispiel im Namen und Themensignal, im Produktdesign, bis hin zur gesamten Gestaltungslinie in allen Bereichen des Außenauftritts. Die Unternehmenskommunikation umfasst sowohl die Außen- als auch die Innenkommunikation. Innenkommunikation definiert den Umgang aller Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens. Die Außenkommunikation legt fest, wie das Unternehmen mit seinen Kunden und der Öffentlichkeit umgeht. Aus diesem Identitätsmix entwickelt sich die Unternehmensidee oder Unternehmensvision. Sie ist der Leitgedanke, der alle Kräfte bewegt. Meinen Gegner aber hat mir erklärt, und dann hier und mir so einen Schmied vorgeworfen, weil ich ihm also in die Idee versagt habe, sei ich Literaturkritiker geworden, und als ich als Literaturkritiker versagt habe, sei ich Kirchenkritiker geworden. Davon verstehen die weitmeisten Leute viel zu wenig, dann habe ich sie vielleicht für heute halten können auf dem Gebiet. Aber ich meine, das alles war irgendwie natürlich in mir angelegt. Also ein gewisser Zug zum Erzählerischen, zum Beispiel gar meine Romane. Aber ein wahrscheinlich noch ausgeprägterer Zug für Kritik. Daher teilt meine Literaturkritik, teilt meine Kirchenkritik. Aber der eigentliche Grund meiner Distanzierung vom Christentum war ein rein intellektueller, nämlich meine Bekanntschaft mit drei deutschen Philosophen, und zwar in dieser Reihenfolge, zunächst mit Kant, den ich als Student sehr aufmerksam gelesen habe, dann mit Schopenhauer und zuletzt mit Nietzsche, den ich dann als, das weiß ich vielleicht ein 14-Jähriger, aber ohne ihn zu sehen, eingesogen hatte, aber dann nach Kant und Schopenhauer mir noch einmal gründlich vornahm. Das hat völlig genügt für mich. Und nicht für jeden anderen Menschen, lesen uns alle gerade kein Schopenhauer und Nietzsche, genügen, um sich vom Christentum zu entfernen. Da braucht man gar keine Kriminalgeschichte zu kennen. Das sind rein argumentative Gründe aus der Philosophie, aus der Ethik heraus, der Moral. Und dem liegt letzten Endes der Satz zugrunde, dass ich mit einem katholischen Theologen sprechen, das Unrecht nicht leiten kann. Das ist ein Sieg für Gerechtigkeit. Meinetwegen, wenn ich das in der Art von Michael Kohler, also jedenfalls, das ganz intensive Treten irgendwie in die Dinge, auf meinen kleinen Sektor einzugreifen, mit meinen kleinen Möglichkeiten und in zunehmenden Jahren wurde mir, und Jahrzehnten wurde mir immer mehr bewusst, dass das überhaupt nicht bewirkt. Aber das betrifft mich keinesfalls. Erstens habe ich das getan, was ich dort getan habe, zu müssen. Und zweitens, du wirst überhaupt nichts. Auch Napoleon, du wirst letzten Endes nichts. Und auch du wirst nichts. Das geht alles eines schönen Tages. Man muss nur lange genug warten, wenn bald genug war. Also, das ist kein Grund für mich, zu resignieren. Ich habe jedenfalls das getan, um mich von mir selber auszudrücken. Neben dem vierten Band der Kriminalgeschichte hatte Deschner in den vergangenen Monaten noch einen Aphorismenband und ein Buch mit dem Titel Was ich denke beschäftigt. In diesem Band aus der Reihe Querdenker greift er ganz gegen seine Gewohnheit in die aktuelle Politik ein und befasst sich anlässlich der Bundespräsidentenwahl mit Todehaus und kritischen Weisheiten. Anhand ihrer Biografien weist er beiden nach, dass sie zu Unrecht als große und vorbildliche Präsidenten gelten. Weiß er bei der Zeit, weil er Millionen an den Boden in die Erfahrung und an Gold verdient hat. Als Großvater kommt von Weizsäcker, nicht auf den Familienbild von 1924, war bis 1918 baden-württembergischer Ministerpräsident, wurde für seine Verdienste über den Kanzler geadelt.
Kanzler ernannt, als SS-Führer Himmler und Außenminister Ribbentrop, diente dem Nazis als Staatssekretär und wurde 1955 wegen Beteiligung an der Deportation von 60 Juden zu 5 Jahren verurteilt. Sohn Richard, hier 1981 als Kirchenpräsident, war Banker und Chemiefabrikant, ehe er beschloss, für die Ukraine zu werden. Wenn man mit dem Staat und der Kirche verbunden ist, kann einem kaum was verlieren. Und ich glaube, das wirkt sich in diesem Fall aus, denn während des Vietnamkrieges hat er sein ganzes Gift, was er in der Firma in Ingelheim, J.H. Böhringer und Sohn Weißbecker, nicht so erzeugt hat, einer bekannten amerikanischen Rüstungsfirma geliefert. Und das ist dann in Vietnam, in Kambodscha, in Laos verschifft worden, aus der Luft. Die ganzen Gewässer, die Kanäle, die Seen, die Flüsse, das Land wurde verseucht, die Tiere gingen kaputt, die Menschen. Noch heute gibt es dort also menschliche Töten mit Zyklopenaugen, mit Riesenköpfen, mit extremen Hälften, ohne Arme, ohne Beine. Die Organen sind immer noch die Küste des derzeitigen Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin nicht der Einzige, der darüber schreibt und geschrieben hat. Das gab es andere, aber all diese Leute haben nicht die Möglichkeit, in eine große Zeitung, an ein großes Publikum zu kommen. Weder durch Fernsehen, das ist in der sogenannten großen Presse, sondern da sind lächerlich kleine Winkelblätter, die von ein paar hundert Leuten gelesen werden. Und weil das eben überhaupt nicht wird, denn es ist ja. Okay. Wir hatten einen Präsidenten heute, einen Bundespräsidenten, den man öffentlich aus nächster Nähe in Anwesenheit von Bundesministern, von Ministerpräsidenten das Wort Mörder in Verbindungen, Völkermörder, Arbeitermörder, ist nicht bereit und das erfolgt nicht. Und weil es nicht erfolgt, deshalb hat mir ja dass ihn ein Mann niedergeschlagen hat. Ich habe das jetzt in meinen eigenen Ohren in einer unserer was für diese berüchtigten Abenteuern gehört. Dieser Mann, der irgendwann, ich bin ja wenig gebildet, also ein Europa- oder Weltrekorder, der Nationalrekord aufgestellt hat, und nur einmal in seinem Leben, so wurde es dargestellt, hervorgetreten sei, nämlich also eben diesen Rekord erzielte, der hatte nun den brennenden Ehrgeiz, um sich noch einmal in die Medien zu kommen und ins Land zu gehen. In Wirklichkeit natürlich hat er nur versucht, auf die Vorgänge in den Präsidenten vor seiner Präsidentschaft aufmerksam zu machen. Also es ist einmal nicht gelungen, denn es wurde nicht peinlich. Man wird als Präsident von einem x-beliebigen niedergeschlagen und kann nicht gegen den Strafantrag auf sich erzählen, weil man sich muss, dass die eigene ganze schädige Vergangenheit dann ein Blick der Öffentlichkeit ist. Von der Kirche hat ihn ja kritisiert im Wesentlichen mit dem Argument, dass man messen die Kirche an den heutigen moralischen Maßstäben. Das halte ich allerdings für sehr absurd. Aber gerade nach heutiger Sicht ist die Kirche zu bemessen und das ist extrem erfolgreich. Was die Maßstäbe, die in allen gesellschaftlichen Bereichen gelten haben, das ist selbstverständlich nicht Moral, sondern Leistungsfähigkeit,
eine ausreichende Kapitaldecke, Führungsqualität, Bewertbarkeit und eben Erfolg. Und dann ist selbstverständlich erwiesen, dass die Kirche das erfolgreichste Unternehmen von weltweit schlechthin ist und natürlich die längste Tradition hat. Wenn der Gründungsvater mit diesem Entschluss in den nächsten Bereich mit dem wenn der diese Kirche übernommen hätte, also wenn das gerade für die Kirche dann wäre die nach 10 Jahren in die Bedeutungslosigkeit oder wenn das mit unserem Markt natürlich vollständig verschwunden. Ich meine, kein Mensch, immer auf die Idee, etwa die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen, sondern für die Menschen, ob die Mitarbeiter der Kasse zum Beispiel alle Erfolge kosten, oder die Bonität der Universität Bank, damals wirklich beurteilt zu wollen, nach dem Gehalt und der Bankkassen erklären. Diese Unzweifelhaft für Menschen mit Kultur ist doch, dass zum Beispiel die Musik in Beethoven sozusagen eine Geschenk, eine nicht wegzudenkende Gabe an die gesamte Menschheit darstellt und dieser Mann konnte überhaupt nicht sehen. Und aus der Sicht der Unternehmensleitung muss ich Ihnen sagen, dass ich die Kirche im Rest dieser Sinne hätte. Und bei uns Leistungen notwendig geworden sind, um ein Unternehmen auf dem Markt zu halten, da haben wir Beziehungen mit Arbeitsrecht, mit Sozialplänen, mit der Individuallage der entlassenen Mitarbeiter. Das ist doch für die Kirche überhaupt keine Frage. Die Kirche sagt, wir das Ziel ist eine solche Stiftung, wenn wir eingesetzt haben, wie können wir uns wieder entlassen können, dann macht es wieder. Und ich denke, das auch zu präsentieren. Wenn ich die Wahl hätte, eine Parlamentssitzung mir anzusehen oder ein Buch anzusehen, das ist dann doch wirklich keine Wahl. Diese ganz großen Mieten, die dann nicht weiter schließen und dann sehr, sehr wichtig und besser müssen. Also da muss ich sagen, dann gut abzuschließen. Natürlich, ich meine, als Frau könnte ich sagen, dass ich heute extrem einfach bin. Ich würde sagen, die Urmutter, obwohl die Berliner Wohnung nicht ist, die Urmutter der Frauenfeindlichkeit, das heißt der ersten Ungleichheit von sich. Andererseits muss ich Ihnen auch gestehen, auch wenn das vielleicht etwas nicht so ist, dass die Kirche die Freiheit wieder als Wunde, als das Geschenk des Hauses gewählt hat, ist der Weg. Wer in der aufgeklärten Zeit traut, Frauen heute noch zu Gericht, als er sich Eltern schmerzen hat. Und die anderen Völker, die sind im Grunde doch im Wesentlichen sehr klar gegangen. Wie auch zum Beispiel die Kirche diskriminieren Homosexuelle. Ich bitte Sie, wer tut das nicht? Und das andere, die Kirche habe Waffen gegeben. Das ist ja, das muss ich sagen, ist doch nur die halbe Wahrheit. Sie hat sich nicht mehr gewesen. Nein, die Kirche hat wirklich tatsächlich, und das Geschäft ist ja sehr schön, sehr anschaulich, hat ja Waffen wirklich noch selber geführt. Ich meine, heutige Diktatur, die sind halt die Gemessen in der Kirche, wird über einen Platz finden, und zum anderen, die haben neue Kirchen, die medizinische Forschung, die Kirche hat noch wirklich mit Handarbeit gefoltert, gemordet, gebrannt, hat geraubt, geführt hat, nicht wahr? Aber dann wirklich in ganz großen Stil. Und wenn die Kirche und die Kirche mit Stolz viel wieder wirklich größte von Gewalttätigkeit entstehen wird, dann wird die alle Chance, gerade bei den Jugendlichen, die bei den Kids Gewalt hat, immerhin fünf, darauf sollte ich trotzdem.